Morgen. Käffchen. Also die Nacht hier auf dem Camping Mystras Paleo Logio war nicht wirklich prickelnd. Es war dermaßen laut, die Hunde haben ununterbrochen gebellt. Wir sitzen drin beim Frühstück, weil aktuell sind es draußen 13 Grad. Das ist nicht so wahnsinnig viel, da kann man doch gemütlicher sitzen beim Frühstück. Und gestern Abend zum Abendessen ging es, da waren die Temperaturen noch sehr angenehm. Ach, das ist ein Kaffee. Wir fahren jetzt ins antike Mystras, gucken uns das mal an. Kalimera, sehe hier schon jede Menge Stufen, bin jetzt schon am Schnaufen, aber ja, da kommt man uns zu. Müller schon. Hey, wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt den 20. Oktober und schwitzen uns jetzt hier die 5000 Stufen rauf, weil wir uns schon freuen, dass es nachher wieder bergab geht. Nein, ernsthaft, es ist so heiß hier, dass du wirklich sagst, du möchtest hier nicht in der Hauptsaison durchstravanzen. Schnaufen? Nö, ist okay. Gerade eben frage ich noch, weißt du? Und dann sagst du, alles easy. Und jetzt? Platt. Das sind 20 Meter weiter. Weißt du, sagst du, es ist platt. Man sieht eine gewisse Trittfestigkeit ist durchaus angemessen. Wer Mystras besucht, sollte A, gut zu Fuß sein und B, ordentliches Schuhwerk tragen. Das Kloster hier scheint noch bewohnt zu sein. Ja, hier leben noch Menschen. Du siehst hier Blumenvasen, Kräuter, Wäscheleine. Allein der Besuch des Klosters hat sich schon gelohnt. Die alten Ikonen sind total sehenswert. Warum sind wir eigentlich gegangen, wenn wir hier feststellen, ich hätte auch fahren können? Nein, wird es einfach nicht sein. Aber wäre schon schön, ein schöner Stellplatz hier. Das hier ist das
Refektorium. Wir sind hier unten und da oben, weit hoch, weit oben, ist das Fortrest. Hat schon wieder jemand geschossen? Hat wieder jemand geschossen? Oh ja. Oh, hier wird geschossen. Ehrlich, es lohnt sich. Trotz Schnaufen, Schwitzen. Geflucht haben wir noch nicht. Wir haben ein bisschen nur geschnauft und geschwitzt, aber noch nicht geflucht. Also geht's noch. Da gehst du extra hoch zum Fortress und dann. Alles kaputt. Wir sind auf der Festung von Mystra. Es ist wunderschön. Es ist toll. Also im Grunde ist es gar nicht so sehr die Festung, die beeindruckt, oder die Anlage, die beeindruckend ist. Auch und die Festung hier oben. Aber in erster Linie lohnt sich die Aussicht. Nicht mehr weiter. Nee, dann drehen wir um. Ja. Schön hier um. Wir haben jetzt in den, wann waren wir, in den anderthalb Stunden, die wir jetzt hier sind. Es sind schon zwei. In den zwei Stunden, die wir hier sind, fast anderthalb Liter Wasser schon weg. Also jeder fast anderthalb Liter Wasser weg. Also Tipp für diejenigen, die hier hinkommen, nehmt euch definitiv was zu trinken mit und auch reichlich. Einen wunderbaren Platz gefunden, alleine, Wald. Und dann ist eine Sache, die uns dann ein bisschen beunruhigt. Die zeige ich euch jetzt. Ich gehe da gerade noch mal hin. Und das ist der Grund, warum wir entschieden haben, hier nicht zu bleiben. Wir können uns bitte Schisser nennen oder so. Aber apropos Schisser, hier sind Spuren. Riesenhaufen, der also nicht menschlich ist und der von etwas Größerem ist. Und was ich hier gerade sehe, scheint mir irgendeine Tatzenform zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier. Das ist eine Bärentatze. Ist definitiv ein. Das kann auch ein Bär sein. Abdruck. Der, das, wir hauen hier ab. Das ist, hier bleiben wir nicht. Schöner Spot, aber nee, hier bleiben das wir nicht. Das ist gefährlich ja. Hier. Vor allen Dingen so viel. Und da weiter runter sind noch so ein paar Haufen. Und die wirken auch noch nicht ganz so wahnsinnig alt. Im Gegenteil, ja? Die wirken frisch. Ja. Also, wir treten dezent den Rückzug an. Ja. Den See da unten kann man machen. Ja.
Puh, Tag heute. Ja. Da unten ist nicht nur das Meer, da unten ist Kalamata. Da wollten wir aber jetzt gar nicht hin. Und hey, irgendwie, wir sind jetzt richtig geschafft. Ja, wir haben es noch vor Sonnenuntergang geschafft, irgendwo zu stehen, weil jetzt ist uns die Zeit knapp geworden. Wir hatten so einen schönen Platz. Also für mich ist es ein Bär. Kann nichts anderes sein. Und wie ein Bär. Was wir so. Fakt ist, wir sind uns nicht sicher. Wir waren ein doofes Gefühl, wegfahren. Auch nicht nur ein paar Meter wegfahren, sollte es wirklich ein Bär gewesen sein oder mehrere Bären, denke ich, dann sind die nicht nur im Umkreis von 100 Meter. Deswegen sind wir ein ordentliches Stück weiter gefahren. Jetzt stehen wir hier bei wieder zwischen den Olivenbäumen.